Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Nach dem ganzen Gebastel in den letzten Folgen, wo es halt mehr um Technik ging, die Magnetkupplungen für die Loks, für die Wagen, was ich so alles gemacht habe, dachte ich mir, jetzt musste mal wieder was anderes machen. Und zwar hatte ich immer schon eine Stelle, die mich so ein kleines bisschen gestört hat. Ja, da habe ich immer Kleber abgestellt oder einen Schraubendreher hingelegt und so weiter. Das ist die Stelle, die wir im Hintergrund hier sehen, die ich gerade mit Alkohol da eingespritzt habe. Und zwar den Wald hier vorne noch vervollständigen, den ich ja dahinter gebaut habe. Dahinter der Wald ist ja ein Modul, was ich rausnehmen kann. Hier vorne, das ist fest. Deswegen habe ich es noch weggelassen, denn solange ich hinten baue, lege ich da vorne eben Kleber und Schraubenzieher ab, wie auch immer. Ja, und deswegen dachte ich mir, nö, hier legst du nichts mehr ab. Hier machst du bloß Schaden, wenn du irgendwas hinlegst. Also habe ich nach altbewährter Manier Erde aufgetragen, reine Gartenerde, und diese Gartenerde ist richtig, richtig trocken. Man sieht es hier, das ist staubtrocken, das Zeug. Im Sommer war das so schön, alles noch ein bisschen feucht, das war gut, da konntest du Kleber drauf machen. Und damit ich eben die trockene Erde saugfähig mache, spritze ich da immer Alkohol drauf. Dieser Alkohol, viele Abonnenten, die mich schon länger sehen, werden das wissen von mir, der saugt sofort in die trockene Erde ein und ich kann danach Wasser-Weißleim drauf machen, ohne dass irgendwas runterläuft oder irgendwo hinläuft. Natürlich läuft das hier vorne an der Kante ein bisschen runter, das ist klar. Das ist ja, weil die Bahn aufhört, ne? Aber es läuft nicht wirklich viel hinten rein in die Gleise und deswegen Alkohol drauf saugt so wunderbar ab und es trocknet auch entsprechend schnell ab. Das ist ein Riesenvorteil, den man hat. Wenn das schnell wegtrocknet, ist die Sache schneller erledigt, es zieht alles schneller an und. Natürlich muss man warten, bis der ganze Kleber da jedes Mal, wenn du hier so 3 cm Erde aufträgst, du sättigst das Ganze mit Wasser-Weißleim, das dauert. Da bist du nicht in 24 Stunden durch, da kannst du vielleicht schon weiterarbeiten, wie ich das hier auch gemacht habe. Dachte ich mir nämlich, okay, warum machst du das jetzt hier mit Leim alles und dann lässt es trocknen, dann machst du Leim drauf, dann machst du dann den Grasstreuer drauf. Nö, diesmal habe ich alles in einem Arbeitsgang gemacht. Ihr seht es schon im Hintergrund, auch den Schotter gleich im Anschluss. Habe ein bisschen viel aufgetragen, hatte ich dann festgestellt, aber das ließ ich ganz gut verarbeiten. Und dann bin ich zwar ein bisschen auf die Grasstreu wieder drauf gekommen, aber da habe ich halt über diese Stelle nochmal ein bisschen Gras so drüber gemacht. Dann sieht das schön verwuchert und verwildert aus. Also mir hat es dann doch recht gut gefallen. Und klebe das natürlich auch entsprechend an, sodass die ganze Stelle da jetzt wirklich mit Leim getränkt war. Und ich musste fast 3 Tage warten, ehe ich das verwenden konnte, ja. Und hier sieht man es, ich mache noch ein bisschen Grasstreu, weil ich konnte ja nun nicht so ein Gleis und so ein Schotterbett machen. Das passt ja irgendwo nicht so richtig. Und ja, als es dann trocken war, also auch nicht, stopp, ich muss mich nochmal verbessern. Ja, warum soll es in diesem Jahr anders sein als im letzten Jahr? Als die Erde dann angetrocknet war, ihr seht schon, ich kann das wie so in so Gummi reindrücken. Der Leim, der Kleber, der Weißleim, der war dann schon angetrocknet. Es hat sich oben eine relativ dichte Schicht gebildet. Dichte Schicht, das ist fast schon ein Zungenbrecher. Konnte ich dann die Bäume, da brauchte ich keine Löcher zu bohren. Ja, ist wirklich. Ich meine, sonst warte ich immer, bis das hart ist. Dann ist das knochenhart. Dann versaust du dir die Bohrer mit, weil eben diese Erde mit dem Weißleim, das ist wirklich betonhart. Und konnte dann entsprechend auch gleich die Bäume stecken an die passenden Stellen. Die habe ich dann zwar nachher nochmal gezogen und habe sie festgeklebt, aber ich hatte schon die Löcher. Ich brauchte sie nicht mehr bohren. Also ich habe diesmal ein bisschen anders gearbeitet. Man lernt ja dazu mit jedem Arbeitsgang, den man macht. Ne? Danach habe ich die Gleise schön sauber gemacht, wie wir gerade gesehen haben. Das mache ich aber mit diesem Gummi, mit diesem Reinigungsgummi. Das ist für mich die beste Wahl, wenn du wirklich Dreck drauf hast. Entweder ein Stückchen Holz. Fand ich aber in dem Fall nicht so effektiv. Ich habe es probiert und deswegen habe ich diesen Reinigungsgummi genommen. Nach dem Reinigungsgummi gehe ich immer noch mal über die Gleise mit einem Tropfen ATF-Öl mache ich mir auf den Lappen drauf und klebe einmal über die Gleise, um das ein bisschen zu versiegeln, dann oben drauf, dass es nicht gleich wieder so der Fall sein wird. Was wir jetzt sehen, sind meine berühmt-berüchtigt gewordenen Büsche, die ich gemacht habe. Das kennt ihr vielleicht aus einem anderen Video von mir, wo ich dann die Foliage oder wie man das nennt, da drauf gelegt habe und dann mit, es geht wirklich nur eine Variante Kleber, den ich habe. Da habe ich natürlich gleich nochmal 3 Tuben oder 3 Flaschen bestellt, weil das Zeug, das brauchst du da wirklich ganz gut. Und ich mache dann direkt auf die Foliage, also kein Wasser-Weißleim wie früher, sondern ich gebe satt diesen
Kleber obendrauf. Und dann fangen die Büsche an zu blühen. Weil die Waldfolge damals von mir geschaut hat, oder auch oben, wo ich dann die andere Strecke gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, der weiß das, weil dann habe ich es nämlich auch schon gemacht. Aber es gibt ja auch viele neue auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auch mal an dieser Stelle. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals, tut mir leid. Nochmal. So, und damit fangen die Büsche an zu blühen und dann sehen die erstmal richtig schön aus, finde ich zumindest, ja, wenn die dann so aufquellen und dann sind das so richtig verästelte und ja, ganz nettes Zeug. Also mir hat es wirklich gut gefallen und das passt schon irgendwo. Vorteil auch, das ist knochenhart. Ja, das ist dann wirklich knochenhart und das kannst du abbrechen. Natürlich kannst du es abbrechen. Wenn du unvorsichtig bist, dann muss man die irgendwann mal neu machen. Aber das ist bei normalen Sachen auch so. Also bei Bäumchen, die man steckt. Ich habe jetzt ja auch noch ein paar Laubbäume mit dazwischen gemacht, um das Ganze dann ein bisschen Ausgleich zu schaffen, ein bisschen nett zu machen. Unterholz kommt noch rein. Das habe ich diese Folge nicht gemacht. Das sieht man im Wald auf der anderen Seite, in dem Fall links. Da hatte ich ja auch Unterholz mit reingemacht, das kommt also hier auch noch rein. Ich habe auch, muss ich gestehen, im späteren Verlauf ein paar Bäume wieder weggenommen. Ja, es war etwas zu dicht, wenn man Aufnahmen machen möchte. Guck mal, ist das nicht niedlich? Niedlich ist, dass es da hängen geblieben ist. Der Busch, der ist so hart geworden. hat sich so ausgedehnt, der ist auf das Gleis mit drauf und blieb dann vorne die Lok so ein bisschen hängen. Naja, mein Gott, dann schneidet man das wieder ab, da muss man sowieso ein bisschen damit arbeiten. Und jetzt habt ihr das gesehen, jetzt ist auch so ein bisschen was abgebrochen. Ist überhaupt nicht weiter schlimm, machst nochmal ein bisschen Kleber drauf, ist die Sache wieder fest. Das passt schon. Und Wasserweißleim kann man dann nicht mehr drauf machen danach, weil das ist so hart, das perlt direkt oben ab. Ja, ja, und hier sehen wir den kleinen Zug. So eine kleine Züge mag ich, das wird bei mir öfters zu sehen sein. Sehen wir, wie er da schön lang wackelt. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Thema, denn es sind ja zwei Themen heute. Da baue ich kleine Laternen für meinen Steinbruch. Das Ganze ist wieder eine Kurzversion der ganzen Aufnahme, des ganzen Bastelns. Ich habe dazu noch ein komplettes Video erstellt, wo ich ein bisschen mehr in die Tiefe reingehe, wo ich ein bisschen mehr zeige. Das läuft auf Model Creation. Das ist mittlerweile auch schon hochgeladen, das Video. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich habe es einmal oben rechts in der Ecke verlinkt, aber auch unter dem Video könnt ihr euch auf den Link draufklicken. Ich glaube, ich mache sogar an die Endkarte mal nach hinten rein, so dass man da auch nochmal draufklicken kann. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auf dem kleinen Kanal von mir auch mal reinschaut. Da mache ich viele interessante, hauptsächlich Bastelarbeiten, ja, da werde ich so einige Sachen machen, so was so Airbrush angeht. Beziehungsweise werde ich hier auf dem Kanal hier immer so diese Kurzversion von irgendwas zeigen, den das lange nicht so interessiert. Die können das natürlich auch gerne nur hier schauen, das ist jedem selber überlassen, da ist ja keiner zu irgendwas verpflichtet. Und ja, deswegen zeige ich hier die Kurzversion des Bastelzeugs und die längere Version der Bastelvideos werde ich dann oder zeige ich jetzt ja auch schon auf dem Kanal Model Creation. Wie gesagt, schaut mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da vielleicht noch ein Abo da lasst oder auch einen guten, netten Kommentar hinterlasst. Auch hier bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr was Nettes unter die Videos drunter schreibt. Und das ist ja nicht nur freuen, sondern es hilft ja auch meinem Kanalchen, wenn man da mal was schreibt oder mal ein Däumchen gibt. Wem es nicht gefällt, der macht ihn halt nach unten. Wem es gefällt, der gibt ihn nach oben. Da freue ich mich über beides. Und wer nach unten gibt, der wäre schön, wenn er das mal unten reinschreibt, was euch nicht gefallen hat, damit man das entsprechend ändern kann. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ja, und diese Laternen, die ich hier gebaut habe, die sind, wie gesagt, für meinen Steinbruch gedacht. Meine Frau sagt, die sehen aus wie Western-Laternen, als die fertig waren. Ja, okay, das ist gut möglich. Aber sie passen wie die Faust aufs Auge. Ich habe mich nämlich hingestellt, ich habe überlegt, denke, was machst du da für Laternen? Holzlaternen ist natürlich meine erste Wahl oder meine zweite Wahl gewesen. Meine erste Wahl war, dass ich die Laternen hingenommen habe, gealtert habe, hingestellt habe, gesagt, ah, das passt so überhaupt nicht da oben hin. Das ist alles alt, alles Holz, alles verwittert und ein uralter Steinbruch und so weiter. Da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, wie haben die das denn früher gemacht? Da haben die da zwei Balken hingestellt, vielleicht noch einen dritten hinten dran, wenn sie nicht tief genug eingegraben haben. Ich habe einen dritten dran gemacht, damit es ein bisschen stabiler ist. Ursprünglich waren nämlich nur zwei gedacht. Und habe dann die Dinger da draus gebaut. Und damit das eben ein bisschen so rundes Bild gibt, habe ich dann eben aus Blei, man sieht es ja da oben, und da haben wir eben gesehen, so eine Kappe drüber gemacht, wo dann die Lampe drunter ist. Und habe das Ganze jetzt hier mit Rostfarbe so ein bisschen oben gealtert, weil das ist ja graue Plastik. Ja, das geht ja gar nicht. Das passt, das beißt sich ja auf allen Ebenen, ja.
Und deswegen habe ich dann das noch ein bisschen gealtert und habe das da oben schön bemalt, habe das Kabel hinten verklebt, das haben wir eben auch noch kurz gesehen. Und dann habe ich entsprechend das Ganze, naja, rund gemacht irgendwo. Habe hier nochmal zweimal Blei abgeschnitten. Das sind so kleine Bleibänder, die ich mir gekauft habe, die immer in meine Wagen reinkommen. Das hatte ich in meinem vorletzten Video gar nicht erwähnt. Wenn ich die Wagen mit den Hülsen ausgestattet habe zur Stromabnahme, kommen meistens oben auf den Wagen noch oder rein, wenn ich die Möglichkeit habe, das reinzubauen, ein Bleiband. Dass der Wagen ein bisschen schwerer wird, dann ist es ja doch eine Reibung mehr auf der Achse durch die Hülse. Und durch das Blei ist das Ganze natürlich ein bisschen beschwerter und kann dann entsprechend gut besser laufen, der Wagen. Ja, und dieses Blei habe ich eben hier verwendet. Das habe ich in drei oder vier verschiedenen Dicken da oder Stärken da und habe das dann entsprechend, naja, da so rangebogen, wie man es da unten sieht. Das sollte wie so eine, ach, was weiß ich, was das sein soll. Ich fand's nett. Das ist doch eigentlich die Hauptsache, dass einem das Ganze gefällt. Habe mit der Zange noch ein paar Riefen reingedrückt und die Riefen, da soll eben jetzt, und das funktioniert auch recht gut, die Wosch reinlaufen. Das heißt, so wie wenn man sich so alte Holzpfähle, bei uns gibt es das hier tatsächlich noch, dass wenn wir mit dem Fahrrad übers Land fahren, dass da eben noch so Holzpfähle stehen. Teilweise gehen da auch die Internetkabel so von Dorf zu Dorf. Ja, ist halt so. Strom manchmal auch noch, aber eher selten. Das ist zum Glück alles schön eingebuddelt in die Erde. Und schaut mal, da habe ich die Lampe in die Ecke gestellt oder eine der Lampen in diese Ecke reingestellt. Das passt doch. Und weiter hinten habe ich es natürlich dann entsprechend vor den Tunneleingang. Hier sehen wir es rechts hingestellt. Da links steht eine davon. Und dann steht noch mal eine hinter dem Schotterwerk. Das passt. Und ich finde hier optisch optimal. Mir gefällt das wirklich gut. Also das ist eine Sache, wo ich sage, ja, das hat sich gelohnt. Guck mal, wie schön alt die aussieht. Da oben das Abgeplatzte. Das sind alte Streichhölzer. Beziehungsweise ich habe doch mal so mehrere tausend von diesen Hölzchen da gekauft. Ja, da habe ich die ja sowieso zuhauf liegen, ja. Da habe ich das eben draus gebastelt, so wie eben auch diesen Tunneleingang. Passt. Und ich finde auch die Stärke ist genau richtig für unsere kleine Spur. Und das ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Zu dünn könnte es ja eigentlich ganz gerne immer sein, weil es dann eben mehr zum Maßstab passt, aber dann sieht man es immer so schlecht. Also kann man ruhig ein bisschen, ich sage mal, im Format 1 zu 150 arbeiten oder sowas, ist besser. Das war's für die Woche. Schaut euch die beiden Videos hier oben noch an, die ich euch verlinkt habe. Die passen zu diesem Thema. Dann sehen wir uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Macht's schön gut. Bis dahin, euer Uli. Ciao.